Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Oststeirische Thermen und Winzer präsentierten sich im LCS Leoben. Niederlage für die Handballer der ECE Bulls gegen Krems und das Wetter morgen weiterhin sonnig und mild. Die Leobner City Shopping stand kürzlich wieder ganz im Zeichen der südoststeirischen Winzer- und Thermenregionen, die mit großem Engagement Junkerverkostungen, Thermenaktionen und vieles mehr angeboten haben. Wir dürfen ja wie alle Jahre wieder nach Leoben kommen, ins LCS, zur Junkerverkostung mit unseren Weinbauern aus der Südoststeiermark. Und natürlich haben wir auch unsere Hotels, das Vitalhotel, der Parktherme und das Live-Resort in Leupersdorf mit im Gepäck. Und die Vorweihnachtszeit lässt ja nicht mehr lange auf sich warten. Wir haben die 10% Gutscheinaktion auf alle Wertgutscheine, die bei uns hier am Stand gekauft werden. Da spart man sich doch einiges und hat schon die Weihnachtsgeschenke. Mit Wellnessgutscheinen ist man immer, was Geschenke betrifft, auf der sicheren Seite. Aber auch die steirischen Winzer sind bei den LCS-Kunden gerne willkommen. Ich bin der Stefan Müller, komme vom Weingut Müller aus Kirch. Wir sind ein Familienbetrieb, 12 Hektar groß, sind spezialisiert auf Traminer und Gewürztraminer. Und da habe ich heute einen besonderen mit. Das ist ein trockener Traminer vom Jahrgang 2014. Traminer junge Rebe, ist sehr, sehr fein und ausgewogen und für den Jahrgang ganz, ganz typisch und eine ganz tolle Besonderheit von unserer Gegend. Gurman Leo, Weinhof in Bichler bei Dieschen. Wir haben einen 4 Hektar Weinbaubetrieb mit den typisch steirischen Rebsorten Welschriesling, Weißburgunder, Semmling, Chardonnay, Muscatella, Sauvignon. Und jetzt checken wir in Leoben den typisch steirischen Junker aus, der mit der Zusammensetzung 70% Rivana, 20% Semmling und 10% Muscatella. Er ist sehr fruchtig und leicht. Ich bin der Fredi Klöckli, Weinbauer aus Kirch. Ich komme aus der Traminer Hochburg. Also bei unserer Spezialität ist der Kircher Traminer und der Gewürztraminer. Und heute sind wir, so wie gestern und morgen, auch da mit dem steirischen Junker vertreten. Ein frischer, fruchtiger Vertreter des steirischen Weins und den gibt es auch in unserem Weingut. Aber auch das steirische Kürbiskernöl durfte nicht fehlen. Wir sind mit der steirischen Spezialität, also steirische Kürbiskernöl in Leoben. Kernöl wurde früher einfach vom Süden der Steiermark nach Leoben mitgenommen von Verwandten, Bekannten. Das da ist eine tolle Sache, es kommen viele Stammgäste vorbei. Wir haben einen Kürbiskernöl-Likör mit, steirisches Kürbiskernöl, Knapperkerne haben wir dabei. Das sind eigentlich unsere drei Produkte, was wir da haben. Auch über Angebote der Parktherme Bad Radkersburg konnte man sich ausgiebig informieren. Die Parktherme präsentiert sich eigentlich mit der öffentlichen Thermenanlage. Wir haben fast 3.500 Quadratmeter Wasserfläche, sowohl im Süßwasserbereich als auch im Thermenbereich. Das geht von 25 Grad im Sportbecken bis zu 36 Grad im Thermalaußenbecken. Jetzt eine Aufgussmeisterin, die fünfmal in der Woche geführte Aufgüsse durchführt in unserem Saunadorf. Wir haben insgesamt 9 Saunakabinen und es ist ein sehr abwechslungsreiches Angebot. Überraschung gab es auch für Freunde der Band Steirerblut. Frontmann Christian Hütter war am Infostand Live-Resort Leupersdorf anzutreffen. Denn Steirerblut gilt ja als Botschafter mit dem Hit Angekommen im Glück. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, im Live-Resort der Glücksbotschafter zu sein. Ich mache dort die komplette Musik über das ganze Jahr drüber. Das heißt, wir haben immer einen tollen Tanzabend. Steirerblut ist auch einmal zu Gast und es ist immer ein Highlight jedes Monat, wenn wir dort im Hotel sind. Bei dieser Gelegenheit wollen wir aber auch erfahren, was gibt's Neues bei Steirerblut. Wir sind zurzeit sehr viel in Deutschland unterwegs, habe ich Riesenfreude. Wir waren gerade in Hamburg, in Köln, in Dortmund, in Mainz, in Frankfurt. Nach 3 sieglosen Runden wollten die Brucker Handballer diese Durststrecke beenden und gegen Krems wieder voll punkten. Doch der Schuss ging nach hinten los. Die ECE Bulls erwischten einen denkbar schlechten Start und lagen nach 10 Minuten schon 1:5 zurück. Die Kremser waren schneller und entschlossener und hatten mit Tobias Schopf einen Torgaranten der Extraklasse. Auch in der Abwehr waren die Kremser nicht zu knacken und hatten vor allem Brucks Kreisläufer Angel Romero Rodriguez bestens im Griff. Bei den Bruckern war sowohl in der Verteidigung wie auch im Spielaufbau der Wurm drinnen und so führten die Niederösterreicher zur Pause verdient mit 15:9.
Ja, abhacken ist das richtige Wort. Glaube ich, wenn man so wenig Tore in der ersten Halbzeit schießt und doppelt so viele bekommt, dann muss man wirklich sagen, es war ein Katastrophenstart. Es hat bis jetzt nicht wirklich viel zusammengepasst, weder in der Defensive noch in der Offensive. Und jetzt können wir wirklich nur hoffen, auch die Zuschauer natürlich, dass sich jetzt gewaltig am Spielverlauf etwas ändert und dass es irgendwie die Partie noch kippt. In der zweiten Halbzeit lief das Werkel bei den Bullen etwas besser. Der bessere Spielaufbau brachte die Brucker auf bis zu 3 Tore auf 18:21 heran. Die Kremser ließen sich aber an diesem Tag die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Am Ende feierten die Niederösterreicher einen verdienten 26:22 Sieg in der Brucker Sporthalle. Ein verdienter Sieg vielleicht ja. Ich muss sagen, das Kämpferherz bei den Bruckern hat gestimmt. Aber was mich heute am meisten aufgeregt hat, war wirklich die katastrophale schiere Leistung. Es war nicht das erste Mal, wo wir benachteiligt worden sind, muss ich wirklich sagen. Und in der zweiten Halbzeit war das wirklich eklatant, die Fehlentscheidungen. Das ist hinzugekommen. Natürlich muss man Krems fair gratulieren, ganz klar. Und es hat auch bei Bruck heute nicht alles gepasst. Nur es spielt dann halt vieles zusammen. Und ich muss sagen, da muss sich auch die HLA langsam was überlegen, wenn die schiere Leistungen so schlecht sind zum Teil. Muss ich sagen, bin ich wirklich sehr unzufrieden. Und obwohl die beiden Wiener Referees nicht gerade ihren besten Tag hatten, kann man ihnen keinesfalls die Schuld an der Niederlage geben. Diese Niederlage haben sich die ECE Bulls selbst zuzuschreiben. Nein, ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit, ich glaube, die war für uns wirklich Freitag der 13., haben wir wirklich nicht richtig in den Lauf gefunden. Und durch das ist das Ergebnis, dass wir den Rückstand nachgelaufen sind und den haben wir bis zum Schluss nicht wettmachen können. Ich habe gesagt, die Moral war toll, die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft hat probiert. Aber im Prinzip war durch die erste Halbzeit eigentlich die Niederlage verdient. Wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel verloren, haben dann versucht, uns zurückzukämpfen. Haben auch geschafft, aber zu viele technische Fehler, auch in der ersten Halbzeit verworfene Würfe gegen eine Mannschaft wie Krems, die bestraft das gleich und ja, muss man sagen, verdienter Sieger. Ich muss wirklich ein Lob aussprechen und unseren Dormer, der war jetzt verletzt auch und für das hat er heute wirklich Top-Leistung abgeliefert und vorne im Angriff war es schwierig für uns. Wir haben nicht damit gerechnet, eigentlich, dass so eine Offensive, also eine Manndeckungsspiel auf mich und auf den Flatko. Und mit dem sind wir nicht so gut zurechtgekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber im Endeffekt ja, haben wir gewonnen und alles andere ist jetzt egal. Beste Spieler wurden bei Krems Goli Michael Scheibal, der eine tolle Leistung bot, und bei Bruck Ivan Dimitrievich, der am Ende des Spieles noch die rote Karte kassierte. Im nächsten Spiel kommt der HC Linz in die Brucker Sporthalle und hier müssen die Bullen wieder einmal punkten. Heute gab es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Tageshöchstwerte lagen bei plus 20 Grad. Auch morgen das gleiche Bild wie heute und es bleibt weiterhin viel zu warm für die Jahreszeit.